Hey ihr kleinen Öko-Terroristen, willkommen zurück zu Final Fantasy VII, dem Remake. Ja, wir sind in Makoreaktor Nummer 5. Die Bombe ist scharf, wir zünden sie per Fernsprengung, aber Shinra hat natürlich schon längst bemerkt, dass wir hier sind. Und der Airbuster wartet wohl als nächstes auf uns. Wir haben schon soweit alle Module entfernt, die wir konnten. Aber naja, das Ding ist wahrscheinlich immer noch ein harter Brocken, mal sehen. Jetzt zeigt sich, ob unsere Aktion ein Erfolg war. Blechklotz, wir kommen. Ja, ich könnte wetten, es gibt ein Achievement, wenn man keins der Module entfernt, aber das will ich echt nicht riskieren. Das Ding ist wahrscheinlich... Huiuiui. Da ist er schon. Zum Tode verurteilt, ach super. Statusbericht. KI keine fehlen. Wir suchen nach einer Lösung. Beeilung. Heidegger hasst warten. Noch nicht fertig. Eindringlinge, auf sie! Verschafft uns doch etwas Zeit! Oh, ihr mit den Schilden wieder, hä? Wir brauchen noch etwas Zeit! Wir kämpfen mit allen Mitteln gegen die Eindringlinge! Die abschließenden Tests müssen warten! Ich glaube, ich habe euch schon gescannt. Mit Feuer! Ja. Oh, ich hab schon Blitz mittlerweile. Na gut. Genau. Schau, da hol ich mal. Okay, tiefer macht. Jetzt geht's ans Eingemachte. Wenn wir mit euch fertig sind, hat der Airbuster nichts mehr zu tun. Oh, doch, der Airbuster hat einiges zu tun. Okay. Zu spät. Jetzt gibt's Ärger, glaube ich. Oh, hier. Das ist eine Art Statusreport dieses Roboters, oder? Task complete. Seine Reaktionen sind verlangsamt. Das macht es uns leichter. Wir sollten uns eine Siegerpose ausdenken. Ich meine, der Kampf wird schließlich live übertragen. Vielleicht starten wir einen neuen Trend. Ohne mich. Das Lustige ist übrigens im Original, da gab's das. Die Siegerpose. Ja, was machen wir jetzt? Wollen wir das Rohr wieder hochklettern? Das geht schlecht, oder? Die Röhren kommen wir wohl nicht wieder rauf. Gibt schon einen Weg. Da ist irgendwas. Oh oh. Aber was? Oh! Hey, oh. Das war haarscharf. Oh, der hat. Was ist das für ein Teil? Ein Serra. Boah. Eieiei. Der ist gerade so gefährlich. Aua. Sag mal, was kannst du denn? Blitz ist wirksam, natürlich. Bei diesem beweglichen Abwehrsystem mit Eigenantrieb handelt es sich um ein Nachfolgemodell des Auslöschers. Mit rotierenden Sägeblättern an jedem Arm ausgestattet, ist es ein absolut tödlicher Gegner. Eine bestimmte Schadensmenge oder die Zerstörung eines Sägearms können es lahmlegen und schockanfällig machen. Sobald es jedoch wieder funktionstüchtig ist, lässt sich seine Schockleiste nur noch sehr schwer füllen. Wie gut das tiefer Blitzrad hat. Oh Gott. Ah, Donnerwetter! Was, sie ist stumm? Oh, das ist doch blöd, sie ist stumm. Dann machen wir mal die Echo... Die Echokammer. Nein, Echoschirm. Der ist Schock. Oh, keine MP mehr. Das war's schon. Oh. Das Ding hat uns den Weg freigeräumt. Danke, Serra. In die Höhle des Löwen. Den wir natürlich besiegen werden.
so besser ist. Okay. Absperrungen können uns doch nicht aufhalten. Was denkt ihr euch denn? Diese Shinra-Fuzzis. So, wir haben ja genug MP. Ja krass, ich habe jetzt mit Tifa Blitzra benutzt und schon hat sie keine MP mehr. Obwohl ich extra mit ihr mehr MP geskillt habe. Huh. Komm mir nicht in die Quere. Oh. Hey. So sieht's aus, ihr Viecher. Was ist diese Entsorgungsanlage? Ja, das sieht auf jeden Fall aus wie der andere Reaktor. Und über diese Lichterketten finde ich so nett irgendwie. Wir werden den Leuten eine Show bieten, die sie ihr Leben lang nicht vergessen. Nummerier schon mal deine Bolzenblechklotz. Genau, mit Avalanche ist nicht zu spaßen. Nochmal, ich finde dafür, dass jetzt jeder weiß, wie sie aussehen, sind sie echt sorglos, oder? Ich werde auch in den Slums gibt es einige, die denen so ein bisschen feindlich jetzt gesonnen sind. Ich meine, die ganzen Shinra-Angestellten, die haben ja schon ihren Unmut kundgetan. Die haben schon deutlich Aggressionen sogar gezeigt gegen Avalanche. Und sind einfach nur Bürohengste. Was ist da mit Leuten, die jetzt Waffen haben oder so? Jetzt dauert's nicht mehr lang und wir sind wieder zu Hause. Glaub mir, das schwöre ich. Ja, Marlene wartet schließlich. Bestimmt, sogar auf Cloud. Hm? Wenn er nicht so grantig ist, vielleicht. Kommt auf die Kohle an. Ich glaube, das ist mittlerweile so ein Running Gag mit Cloud und seinem Geld, seiner Bezahlung. Oh, kommen wir hier durch? Nee. Was ist da? Warte mal. Was ist denn da drin? Die Schaltpulte. Schade. Wird gerne mal reingehen. Hä? Worauf wartest du? Öffne die Tür. Die ist verriegelt. Gibt's einen Weg, sie zu öffnen? Ja, von dort drüben. Langsam geht Shinra mir echt auf den Sack, Leute. Da hinten ist übrigens auch die Entsorgungsstation, wie es scheint. Ach, ein Glück. Du meinst die, wohin wir die Roboterteile geschickt haben? Ach, die Schatzkammer. Da will ich nichts gesagt haben. Ich wollte schon sagen, du kannst nicht erwarten, Barrett, dass es immer wieder ganz einfach irgendwo durchgeht, oder? Wie lässt sich die Tür öffnen? Denkbar einfach. Man muss nur die Hebel da gleichzeitig umlegen. Ich nehme die mittleren. Und ich den hier. Bleibt noch der da für dich. Okay. Die Hebel des Sicherheitspuls müssen gleichzeitig bedient werden, um die Hebel der Notfallsperre zu entriegeln. Also um die Notfallsperre zu entriegeln. Die Hebel von Barrett und Cloud werden mit L und R bedient. Bewege gleichzeitig L und R in die auf dem Monitor angezeigte Richtung, sobald Tifa das Kommando dazu gibt. Okay. Die Notfallsperre ist momentan aktiv. Wir müssen die Hebel also gleichzeitig umlegen, ja? Okay, alle auf mein Kommando. Überlass das mal Tifa. Was soll das heißen? Na, wer wird denn hier streiten? Also gut. Eins, zwei... Perfekt. Die Notfallsperre wurde aufgehoben. Das war ja einfach. Ha! Gleich auf Anhieb geschafft! Wir sind halt ein Team! Chaka! Fantastisch, das war perfekt getimt! Lass sie nicht hängen. Ach, Cloud. Lasst uns ruhig auch mal einen Blick in die Schatzkammer werfen. Lass Tifa nicht hängen. Oh, was jetzt? Kinder, jetzt Hagels Geschenke! Wenn du reinkommst. Verriegelt? Ja, mit höchster Sicherheitsstufe. Was heißt das konkret? Dasselbe Spiel wie gerade, nur mehrmals hintereinander. Ha! Kinderspiel! Ja, versuchen wir's.
Ach, naja. So schwer war es jetzt auch nicht. Aktuelle Einstellung, maximale Sicherheitsstufe. Barrett Cloud, richtet euch genau nach mir, okay? Also gut, dann... Warte auf Tifas Zeichen. Ja, ja, schon klar. Leg los, Tifa. Also gut, es geht los mit der ersten Kombination. Eins, zwei... Sicherheitsstufe 1 aufgehoben. Das war super, ihr beiden. Immer weiter so. Yay. Okay, nächste Runde. Eins, zwei. Sicherheitsstufe 2 aufgehoben. Super. Ich glaube, ihr habt den Dreh raus. Ja. Na sicher doch. Um Shinra 1 auszuwischen, würde ich alle Hebel der Welt in Bewegung setzen. Die Hälfte wäre geschafft. Jetzt kommt der Endspurt. Eins, zwei. Was? Versuchen wir es nochmal. Wir schaffen das. Eins, zwei. Ich hab's doch. Nicht so hektisch. Also komm, jetzt bin ich auf einmal zu langsam. Eben hat's die ganze Zeit. Eins, zwei. Sicherheitsstufe 3 aufgehoben. Ja, richtig, komm. Absolut spitze. Uns hält nichts auf, was? Die letzte. Nur noch eine Kombination. Jetzt bloß nicht schwächeln. Eins, zwei. Ja, also. Sicherheitsstufe 4 aufgehoben. Entsorgungsstation wird entriegelt. Haha, jetzt wird die Kuh ordentlich gemolken. Das ging schneller, als ich dachte. Gute Arbeit, Leute. Verdanken wir ausschließlich deiner guten Führung, Tifa. Ach, hör doch auf, das bisschen zählen. Schleimer. Oh, Materia, Materia, Materia. Diebisches Trio. Magieboost. Oh, das ist doch mal was Feines hier. Warte mal, Magieboost. Das ist doch bestimmt, dass Magie mehr Schaden anrichtet. Magie plus 5%. Cool, dann mache ich mal... Ach, Wiederbeleben. Boah, das ist halt... Engel und Erzengel. Also ich glaube, Erzengel heilt einfach mehr Lebensenergie beim Wiederbeleben. Aisra. Luft, Aero. Aurora. Da komme ich, glaube ich, erstmal Frost raus und nehme dafür Magie rein. MP-Boost. Oder beziehungsweise Magie-Booster. Und ich könnte eigentlich auch... Wiederbeleben mache ich mal raus für MP-Boost. Weil Tifa braucht das einfach. Die braucht mehr Magiepunkte. Auch wenn es halt auf der Stufe jetzt noch sehr wenig sind. Ja! Tatsächlich! Genau wie du gesagt hast, Cloud. Dann haben sich die Mühen ja gelohnt. Stopft euch die Taschen voll! Und zwar pickepacke! Pickepacke voll! Eine Gigabombe. Ein KI-Kern. Oh, das ist nur Ether. Na toll. KI-Kern. Gigabombe. Und noch ein KI-Kern. Super. Gucken wir, was das bringt. Huch. So, KI-Kern. Wo ist er denn? Ein KI-Chip aus dem Airbuster kann zu einem hohen Preis verkauft werden. Die Gigabombe verursacht 500 Punkte physischen Schaden bei Gegnern im Wirkungsbereich. Ja, nicht schlecht. Aber gut, dass ich den Ether nicht entfernt habe. Das ist jetzt nämlich nicht so wertvoll. Aber ich überlege gerade, wenn die Bombe uns 500 Schaden macht, das ist gar nicht mal so wild. Das ist echt gar nicht mal so wild. Nicht, dass jetzt... Oh, da vorne ist eine Bank. Aha. Ich wollte gerade sagen, ich habe wieder nicht richtig hingeguckt. Oh, neue Musik. Voll gut, was ist das? Bombing Mission. Oh, geil, das kennen wir doch, das Stück. Ja, komm. Alles, was günstiger ist, kaufen wir uns einfach mal. 1500 halt der. Jetzt noch ein Echoschirm, Wachmacher. Kuriert Schlaf. Magischer Armreif. Mhm.
Hat Tifa ja schon. Jetzt auch mal denselben Kram. Ist hier was Neues? Nein. Aber mal gucken, was der KI-Kern bringt. 500. Ja. Aber ich behalte ihn erst nochmal. Oh, es gibt nur eins. Giftmüll, weißt du? Wir rennen mit Giftmüll in der Tasche rum. Wer macht sowas? Was? Den habe ich noch nicht ausgerüstet. Das ist aber blöd. Warte mal, ich dachte, ich hätte den eigentlich schon ausgerüstet mit Tifa. Puh. Na gut, dadurch bin ich noch ein bisschen schwächer. Nee, das ist ja eine magische Abwehr. Hä? Ich dachte eigentlich, das gibt einem noch mehr Magie. Aber physische Abwehr ist, glaube ich, erstmal wichtiger. Oh, Freunde, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's gleich ernst, aber dann kann ich vielleicht auch mal eine neue Espa beschwören. Chocobo und Mogri. Hahaha. Echt, das ist Bombing Mission? Ich habe gedacht, das wäre ein bisschen mitreißender. Also das... Auf ins Vergnügen! Das, was wir gerade hören, ist doch Bombing Mission, oder? Oh oh. Oh oh. Seht doch! Oh, das ist doch Direktor Shinra! Oh, ich sehe das Funkeln von Mako in deinen Augen. Du bist ein Soldat, nicht wahr? Ich war ein Soldat. Soldat ist man auf Lebenszeit. Nur ist die für euch ja eher kurz. Die meisten von euch sterben nämlich relativ früh, weil ihre Zellen schneller degenerieren. Details sind unter Verschluss, aber jeder Soldat weiß von seinem Schicksal. Natürlich. Hey, wir sind auch noch da! Ja! Ich lasse dich lieber gar nicht erst zu Wort kommen. Du redest mir zu viel. Ihr lasst mir ja keine Wahl bei all dem dämlichen Bockmist, den ihr täglich verzapft. Nichts als Klagen, welch gotterbärmliche Zeitverschwendung. Ja, Verschwendung. Das ist ein gutes Stichwort. Mako wird aus dem Lebensstrom gewonnen. Der aber ist für den Planeten existenziell. Wie ihr mit der Lebenskraft dieser Welt umgeht, ist Verschwendung. Was soll das bloß für ein Ende nehmen? Hä? Es sind tatsächlich wir, die das Mako fördern. Aber... wer nutzt es denn Tag ein Tag aus? Ihr alle wisst, woher das Mako stammt. Und doch wollt ihr auf den Fortschritt nicht verzichten. Sag mir, dass es nicht so ist. Was für ein Schwachsinn! Und selbst wenn es so wäre, dann nur wegen eurer verdammten Blenderei! Wir schenken den Leuten reinen Wein ein. Freut euch, kleine Narren aus den Slums. Denn von heute an seid ihr Agenten aus Wutai. Stachelt die Kriegslust unseres Volkes an. Wutai? Was soll der Scheiß? Das ist zu hoch für euch, dämliche Ratten. Hey, was soll das werden? Ihr Narren, ihr habt das Essen schon seit langem nicht mehr in der Hand. Ihr habt uns vielmehr in die Hände gespielt, bei unserer sorgsam geplanten Kriegsagitation. In diesem Sinne, ich bin dann also frei. Mit Dank von Shinra. Du Drecksack. So, die Vorstellung hat begonnen. In den Hauptrollen die Feinde Midgards, Avalanche. Niedere Handlanger der Rebellen aus Wutai. Wir werden euch hier und heute unschädlich machen. Sie alle. Damals konnte ich nichts für sie tun. Cloud, träum hier nicht rum! Wir brauchen dich jetzt.
Oh, der Airbus da. Ja, alles klar? Ja. Und bei euch? Alles im grünen Bereich. Das Volk soll einen Reihen bleiben sehen. Aua. Kann ich nicht mehr bewegen, Cloud? Der Blechklotz wird sich nach oben gucken. Ich zähle auf. Oh, Gigabombe. Boah. Da würde ich mal sagen, Blitzer. Viel Erfolg. Jetzt erst recht. Shinras Kampfprogramme sind tadellos. Nur kein Über. Ein Waffenprototyp auf Shinras Abteilung für Waffenentwicklung. Obwohl die Arbeit an ihm noch nicht abgeschlossen wurde, wurde er aktiviert, um die Mitglieder von Avalanche öffentlich hinzurichten. Blitzelementare Attacken füllen schnell seine Schockleiste, das habe ich hier fast gedacht. Oh, er ist immun gegen... Ja, das Maul ist, glaube ich, übrigens aufstachelnder, diese Szene. Stark resistent gegen Verlangsamung, oder was ist das? Ja, keine Ahnung. Oh, der hat den Titanreif dabei, geil. Oh, Vorsicht. Oh. Tiefer! Blitzrah! Au! Volle Konzentration. Ah, du Schwein. Wunderbar! Der Effekt tritt sofort ein! Boah, von hinten habe ich keine Chance. Das gibt's doch nicht. So weit, so gut. Danke. Verdammt. Aua. Das kommt immer so unvermittelt. Oh nein. Wir müssen ihn stunnen. Stromschlag. Muss das beenden. Ja, ich dachte, ich schaff's noch. Ja, jetzt Schock. Wir müssen gezielt vorgehen. Und tschüss. Ich bin bereit. Gebt es auf! Der Airbuster wird euch überall treffen! Oh oh. Die Hände nerven! Macht sie unschädlich! Blitz und Donner! Okay, Tifa, es ist Zeit! Chocobo und Mogri! Ja! Hilf mir mal! Ja! Da sitzt sie! Chocobo tritt. Schockpotenzial groß. Na dann. Ach komm schon, Cloud. Der Limit ist voll. Mach jetzt. Jetzt kann ich alles. Oh. Jetzt geb ich alles. Du bist am Zug. Macht schon! Nicht haut das nicht raus, ihr seid ein Feind, das so! Oh, komm, Limit! Ne, auf die rechte Hand! Wir
Geil. Oh. Oh mein Gott. Bin ich am Leben? Zu schnell den Löffel ab, hört ihr? Der Erdwasser soll doch zeigen können, was er drauf hat. Dann, Chocobo tritt. Nein, sind wir nicht. Los! Nimm das, dein Einsatz! Und... Auf Onkel Barrett ist verlassen! Ja! Zeig's ihn! Die Chocobo-Armee. Ich war zu langsam. Unsere Technologie ist übermächtig. Der Erdwasser geht jetzt über in die letzte Phase. Oh nein. Blickt euren Tod ins Angesicht. Greift aus der Luft an. Jetzt bist du am Zug, Barrett. Kein Problem. Gib mir einfach etwas Rückendeckung. Ja. Na, ich kann der Schockschuss. Danke, Barrett. Da noch Blitz hinterher. Ich
kann mich nicht. Nein. Danke für die wunderschönen Aufnahmen. Oh. Der Stun war echt mies. Na toll, jetzt bin ich auch noch. Ne, ich hab keine. Ah. Ich hab mal Limit voll. Netter Versuch. Jetzt! Na? Der kriegt eine Tracht Prügel. Achtung, jetzt schnell. Ich glaube, ich hör nichts mehr zurück. Da ist Limit. Und Tifas Limit. Gleich wird dir geschehen, Verschwert. Ja. Barret, komm schon. Und Bam. Hackentritt. Ein Barret Spezial. Das tut weh. Achtung, jetzt knallt. Was für ein störrischer Schrotthaufen. Nach dem Schuss ist er verwundbar. Oh. Du und dein Leichtsinn. Nichts damit liegen bleiben. Oh, sie ist echt schnell geworden, ne? Nee, ich heil lieber mal. Ich bin an deiner Seite. Gib auf dich acht. Jetzt erst recht. Jetzt. Los. Los geht's. Verzieh dich! Oh, stirb, du Schwein! Das ist so geil, die Musik, Leute! Ich hab Gänsehaut die ganze Zeit. Hier fliegt gleich alles in die Luft. Kümmere dich um Tifa! Danke für alles. Red doch nicht so, als wäre alles schon vorbei. Weg hier! Oh mein Gott. Ich wollte schon sagen, ihm passiert nichts, er ist Batman, aber nicht ganz. Die Rattenfänger von Midgar. Mann. Was für eine Action, oder? Es ist einfach der Wahnsinn, was hier abgeht die ganze Zeit. Ich finde das so toll. Aber ich kann dich beruhigen, Cloud ist die Hauptfigur. Ihm geht's einigermaßen gut, hoffen wir. Also, ich weiß es, aber wir hoffen mal, dass es ihm noch besser geht, als ich weiß oder denke, mich zu erinnern.
Bist du okay? Hörst du mich? Ja. Damals sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen. Damals? Wie ist es diesmal? Kannst du aufstehen? Diesmal? Vergiss es. Konzentrier dich jetzt erstmal nur auf dich selbst. Also, schaffst du es? Kannst versuchen. Und? Vorsicht. Langsam. Ganz langsam. Brauchst du mir nicht sagen. Hey. Wer bist du? Wer ist das? Ich bin dein Herr und Gebieter. Hallo? Komm, Cloud. Es gibt viel zu tun. Alles in Ordnung mit dir? Willkommen zurück. Na, wieder wach? Wer bist du? Aeris. Und du? Wie heißt du? Ich bin Cloud. So trifft man sich wieder. Kennen wir uns etwa? Was? Du erinnerst dich nicht? Komm schon, die Blume. Ah, das Blumenmädchen. Wo bin ich? In der Kirche der Slums, Sektor 5. Du bist einfach so vom Himmel gefallen. Das war ein Schreck. Du hattest Glück, du bist auf meinen Blumen gelandet. Hä? Gut, was? Das sind deine Blumen? Tut mir leid. Mach dir nichts draus. Die Blumen sind hart im Nehmen. Dieser Ort gibt ihnen nämlich Kraft. Hey, Cloud, du hast was verloren. Oh. Ich habe auch so eine. Materia sind ja auch nicht wirklich selten. Aber meine ist etwas ganz Besonderes. Sie ist nämlich vollkommen nutzlos. Du weißt nur nicht, wie man sie benutzt. Kann schon sein. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich fühle mich sicherer, wenn ich sie bei mir trage. Meine Mutter hat sie mir nämlich gegeben. Hey, das ist schon unser zweites Treffen. Zeit, sich besser kennenzulernen. No, Aerith, Leute. Stimmt, sie hat uns gesagt, wir werden uns wiedersehen. Die Blume verspricht das. Juhu! Na dann? Oh. Ich störe doch nicht, oder? Und wer bist du? Das ist mein Bodyguard. Er ist Soldat. Hä? Ein Soldat? Ex-Soldat. Ah, ja. Marco auch. Als Söldner machst du doch sowas sicher, nicht, mein Bodyguard? Hä? Wegen dem Schwert, dachte ich. Sag schon ja, bitte. Klar, warum nicht? Aber das kostet. Du bekommst ein Date mit mir. Hä? ein echter Soldat, ja? Welcher Rang? Erster. Jetzt mach dich mal nicht lächerlich. Du und Rang 1. Wow. Tretet ja nicht auf die Blumen. Hast du gehört? Dauert nicht lange. Dann mach. Oha. Hör mal, ich bin bereit. Alter, ihre Bodyguards sind immer noch wir. Ach, wirklich? Wann habt ihr mich denn bitte mal beschützt? Das ist Betriebsgeheimnis, meine Liebe. Dann erwarte auch keinen Dank von mir. Nimm das.
Hey! Schickt mal Verstärkung rüber! Verzieh dich! Jemine. Jämmerlicher Haufen. Lust habe ich ja nicht, aber... Jetzt bin ich am Zug. Keiner Angeber. Aber ich mag die Stimme. Die kennt ihr, das ist Jesper. Oh. Mein Einsatz. Meine Lücke. Analysieren wir ihn erstmal, ha? Kann ich schaffen. Oh, er ist gegen nichts wirklich anfällig. Ein Mitglied der Turks. Eine Einheit von Shinras Abteilung für allgemeine Angelegenheiten. Wendig und schnell auf den Beinen greift er mit seinem speziell von Shinra gefertigten Schlagstock im Nahkampf an. Ja, Magieattacken und blitzelementare Attacken füllen seine Schockleiste nur langsam. Ey. Doofkopf. Aber blocken macht den Schock anfällig, ne? Verdammt! Kontern kann ich auch, du Schwein. Das sollte reichen. Hat unser Bodyguard etwa Angst gekriegt? Weiß nicht, was du meinst, aber wenn Angst heißt, dass ich dir gerade aufs Maul haue, dann ja. Kein Problem. Okay. Ja, oh. Was? Kühlrausch. Jetzt komm ich. Bin bereit. Bin so frei. Verdammt. Alles geben. Das sollte reichen. Oh, gibt's schon auf Reno? Du kriegst ja gar kein Leben mehr abgezogen, also ist vorbei, ja? Ey, nicht auf die Blumen, hat Aerith gesagt, du Schweinebacke. Ziemlich hartnäckig. Aber als Profi habe ich Spaß an all meinen Aufträgen. Weil als Profi bescheißt du, ja? Spaß zusammen haben. Tut mir leid wegen den Blumen. Ey, ey, ey. Das ist aber feige. Genug. Okay. Glückstreffer. Ich wollte gerade wegrollen. Etwas näher. Oder hast du plötzlich Schiss gekriegt? Für dich. Du bist vielleicht ein jetzt, komm schon. Pfeifendeckel. Da! Jetzt komm ich! Ist das alles? Kleine Show, fertig? Okay. Okay, du hast es so gewollt. Irgendwelche letzten Worte? Da! Bastard! Pfeife! Bist was schnell, aber kannst nix. Du verstehst das nicht, Mann! Ich wollte doch nur. Rumposen wollte er. Was zum. Wie ist das? Kommandant! Sind Sie verletzt? Lasst mich und schnappt sie euch gefälligst.
Jawohl. Dieses Mal? Greifen Sie uns gar nicht an. Hey, aufmachen! Los. Ja, los, aber diesmal nicht mehr, Leute. Wir machen Pause erstmal. Kann ich hier noch speichern? Ja, dankeschön. Ja, das war's für den Part. Das passt gerade ganz gut. Die Spannung ist zwar am Brodeln, aber nächstes Mal geht's weiter. Lasst mir auf jeden Fall ein Like auf die Folge und schaltet nächstes Mal wieder ein. Dann wissen wir, wie es weitergeht mit dem Schicksal von Aerith und Cloud. Danke, bis dann. Tschüss.